haben heute für euren ersten Tag einen ganz speziellen Gast bei uns. Unsere Weltmeisterin Pauline Grabosch. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich war auch mal Nachwuchssportlerin, habe klein angefangen. Es ist ein langer, harter, steiniger Weg bis zu einem Weltmeistertitel. Aber wenn ihr hart trainiert und alles gebt, könnt ihr auf jeden Fall alles schaffen, was ihr euch vornehmt. Aber vor allen Dingen glaubt an euch. Das ist ganz wichtig. So, und ich habe gehört, ihr seid jetzt dran. Ja, ihr dürft euch heute ein bisschen was von Pauline abgucken. Sie wird ein paar Runden mit euch fahren. Aber denkt bitte daran, nur die besten 10 von euch werden im Herbst aufgenommen. Mindestanforderung für die Aufnahme ist 500 Meter Zeitfahren mit stehendem Start in 42 Sekunden. Und jetzt rauf auf die Räder, los geht's. Ich dachte, die Mindestzeit wäre 44 Sekunden. Nee, nicht in der U15. Ich schaff das schon. Drei, zwei, eins, los! Hopp, 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 hopp! Ja, bleib dran! Du musst es unter die besten 10 schaffen, dann kommst du im Herbst in den Kader. Olympiasiegerin, WM-Titel, kannst alles schaffen. Wechsel! Ich kann noch! Du bist einfach noch zu jung. Wir hätten dich nicht so früh aufnehmen dürfen. Wir machen jetzt erstmal richtig Ferien. Es wird dir sicher gefallen. Grüß dich. Hallo. Ey, pass doch auf! Das ist ein Carbonrahmen. Carbonrahmen? Du darfst noch nicht fahren! Ich muss trainieren. Du musst gar nicht. Es geht um deine Gesundheit. Grüß dich. Ich bin die Vicky. Madison. Magst du mir den Bikepark? Okay. Ich war doch nicht mit dem da. Du musst laufen lassen und da einfach vertrauen. Na, Pia. Geht? Es geht doch. Hey. Du warst einfach nur zu sauber. Hast du eigentlich einen Freund daheim? Nee, hab ich nicht. Das wirst du mal schnellstens ändern. Ich suche übrigens eine Partnerin für die Radelschnitzjagd. Ich fahr mit ihr. Bleib's lieber daheim, sonst tut's euch noch weh. Ja, genau. Du weißt, wenn du dich verletzt, dann macht man es umsonst. Willst du dann zurück ins Camp? Oder machst du es nur Papa zuliebe? Go! Ihr habt doch gegen die Erwachsenen überhaupt keine Chance. Es geht darum, dass man seine Freundin nicht im Stich lässt.